Der Handelskrieg hinterlässt immer stärkere Folgen in der Weltwirtschaft, aber offenkundig nicht an den Aktienmärkten. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte am heutigen Montag in der neuen Woche, in der Woche mit Wundertüte EZB. Danach ja dann die Fed, aber man weiß nicht wirklich genau, was die EZB bringen wird. Und der Glaube an die Wunderdinge, die von den Notenbanken kommen, wie auch der etwas wundersame Optimismus in Sachen Handelskrieg, dass da schon irgendwie eine Lösung gefunden wird, die ist es, die Aktienmärkte nach oben gepusht hat und das trotz sehr, sehr schwacher Daten aus der Weltwirtschaft. Und wir haben jetzt am Wochenende, wie gesagt, Daten aus China bekommen, Handelsbilanz, Exporte, Importe und die waren grottig. Jetzt sehen wir hier, wir haben an Dollarbasis die Exporte -1,0% und die Importe -5,6%. Das spricht so ein bisschen auch gegen die Binnenkonjunktur Chinas, wenn die Importe so stark fallen. Hier, wie gesagt, Dollar. Auf Dollarbasis, auf Yuan-Basis wären die Exporte sogar leicht positiv, weil eben der Yuan so stark abgewertet hat. Aber wir sehen vor allem, dass der Handel zwischen den USA und China massiv eingebrochen ist. So sind die Exporte Chinas jetzt im August im Vergleich zum Vorjahr die Richtung USA um 16% gefallen. Letzten Monat waren es noch -6,5%, das ist ein kontinuierlicher Move nach unten und die Importe aus den USA sind sogar um 20% zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2018. Wir sehen also diese massive Eintrübung. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Lieferketten aufgesprengt werden, dass amerikanische Exporteure, chinesische Importeure und andersrum praktisch jetzt richtige Schwierigkeiten haben, dass Produktion verlegt wird. Das kostet erstmal wahnsinnig viel Geld und bringt erstmal nichts, weil man in der Zeit, wo man die Produktion verlegen muss, kein Geld verdient, gleichzeitig eben aber die Kosten hat für die Verlagerung der Produktion, dass das nicht an der Weltwirtschaft vorbeigehen kann, ist eigentlich klar. Zumal, wenn wir uns diese Grafik anschauen, die mal zum Ausdruck bringt, was so der Anteil der verschiedenen Länder an der Weltwirtschaft ist. Das sehen wir United States mit 20 Billionen BIP, 20,5, etwa knapp 24% der gesamten Weltwirtschaft, also fast ein Viertel. China bringt mit 13,6 Billionen in Dollar, in Yuan ist man ja schon ganz woanders eigentlich als die USA, aber jetzt in Dollar gerechnet 15,86% auf die Waage. Deutschland bringt 4,65% auf die Waage, aber ist eines dieser Opfer, der Hauptopfer dieses Handelskriegs, der mit Zöllen, gegen Zöllen zu immer neuen Eskalationen führt. Momentan hat man so einen kleinen Waffenstillstand wieder geschlossen bis Anfang Oktober, aber wir sind eben jetzt einfach wieder hier in diesem Zyklus an dieser Stelle, wo die Märkte eine Hosse hinter sich haben, weil alle wieder ganz toll sich lieb haben scheinbar und wieder unbedingt miteinander reden wollen. Dann werden wir wieder feststellen, es gibt keinen Fortschritt und dann dreht sich diese ganze Geschichte weiter. Der Markt geht nach unten, dann gibt es wieder Hoffnungssignale und das ganze Spiel beginnt wieder von vorne. Also das ist so ein bisschen die Lage, dass wir immer stärker sehen, dass die Dinge eskalieren und hier eben eine solche Aufteilung der Welt schlichtweg nahelegt, dass da noch einiges mehr an Negativdaten kommt. Das ist schlichtweg gar nicht zu vermeiden, wenn hier diese Superpowers nicht nur politisch, sondern eben auch ökonomisch aufeinanderprallen. Dann gibt es da Kollisionsschäden, die nicht ganz unerheblich sind. Die Aktienmärkte, wie gesagt, die sagen sich, naja, egal, ist ja nicht so schlimm. Aber sie hatten auch im August doch kleine Schwierigkeiten, eben diese Aktienmärkte. Und das lag am sogenannten Global Money Supply, also an der Zurverfügungstellung von Liquidität durch die Notenbanken, durch Banken. Da sehen wir hier, dass wir im August einen Rücksetzer hatten dieser Liquidität, nämlich um 1,4 Billionen Dollar. Und zack, es ging mit den Aktienmärkten nach unten. Im September fangen wir wieder stark an, haben einen Zuwachs von 400 Milliarden Dollar und es geht mit den Märkten nach oben. Ein bisschen untypisch, denn Anfang September ist eigentlich keine sehr positive Zeit für die Aktienmärkte. Wir haben in dieser Woche, wie gesagt, die EZB. Das wird eigentlich vielleicht sogar wichtiger sein als die Fed, denn die EZB ist offenkundig ziemlich gespalten. Da tobt ein innerer Kampf zwischen denjenigen, die sagen, Leute, wir können die Zinsen nicht noch weiter senken. Die EZB würde ja möglicherweise dann am Donnerstag den Leitzins erstmals in den Negativbereich senken und damit ein völlig neues Spielfeld schaffen. Die Banken warnen, wobei eben Banken hier verschieden betroffen sind. Diejenigen, die Zugang zu diesem billigen Geld haben, wie zum Beispiel die Deutsche Bank, die schafft doch deutliche Plus in Zinserträgen. Andere, wie zum Beispiel die Sparkassen, haben den Zugang nicht.
Und da sieht es dann eher schlecht aus. Die leben im Grunde von den Einlagen, die sie haben. Und das ist eben ein völlig anderes Geschäft. Also es sind vor allem die konventionellen Banken wie Sparkassen betroffen, während eine deutsche Bank teilweise ja da auch durchaus profitiert. Aber es ist so ein bisschen unklar, was da kommen wird. Wir hatten am Freitag dann Jerome Powell gesehen, der dann gesagt hat, okay, wir werden act as appropriate, wir werden agieren, wie es notwendig ist. Das ist so ein kleiner Hinweis, dass wir doch eine Zinssenkung sehen im September durch die Fed, also dann praktisch in der nächsten Woche. Allerdings hat er die Weltwirtschaft und vor allem die amerikanische Wirtschaft in rosaroten Farben gemalt. Gesagt, nein, nein, er sieht keine Rezession, alles super, Arbeitsmarkt stark, Inflation Richtung 2%, beste aller Welten hätte man meinen können, aber das ist natürlich nicht der Fall. Die Fed wird möglicherweise gezwungen sein, dann doch schneller zu agieren. Jedenfalls ist es das, was die Märkte antizipieren, weswegen die Anleihenrenditen nach unten gegangen sind und die Aktienkurse nach oben, weil man sich sagt, da gibt es bald wieder Free Lunch, da haben wir wunderbare Dinge zu erwarten, eben durch die Notenbanken. Schauen wir uns mal an, was so der Fall ist, zum Beispiel beim S&P 500. Hier sehen wir die Gewinnerwartungen verschiedener Sektoren im dritten Quartal. Ich kann mich noch erinnern, wir waren so im ersten Quartal, war die Schätzung, dass das dritte Quartal so plus 8 bis plus 10% ausfallen wird. Jetzt sind wir aktuell bei minus 3,6%. Kürzlich waren wir noch bei 0,7% minus. Also es wird immer negativer. Es ist vor allem Energy, also Energie, Infotechnology, also praktisch die Tech-Werte, die so am besten gelaufen sind, die hier ganz besonders negativ rausfallen. Materials, also Material, Dinge, die sozusagen besonders vom Handelskrieg betroffen sind. Und das, was hier positiv ist, sind Utilities, also Versorger, sehr konservatives Geschäft, Real Estate, Immobilien, Healthcare, praktisch Gesundheitswesen etc. Also diese super konservativen, defensiven Branchen, die sind positiv, alles andere ist negativ. Aber gleichwohl sind wir relativ nahe am Allzeithoch beim S&P. Und das trotz Handelskriege, das trotz der sich ganz klar verschlechternden Situation. Wir haben noch eine interessante Grafik hier, zum Beispiel zu den CapEx-Spending, also zu den Investitionen. Wir sehen hier rot die Dividenden, blau die Buybacks, also die Aktienrückkäufe. Und hier dieser schwarze Chart, das ist CapEx, also die Ausgaben für Investitionen. Und wir sehen, dass hier die Dividenden massiv nach oben geschossen sind in den USA nach der Steuerreform 2018 oder mit der Steuerreform 2018. Wir sehen, dass die Buybacks nach oben geschossen sind, jetzt aber wieder rückläufig sind, aber dass vor allem die Investitionen nicht gestiegen sind. Das ist ja das, was die Trump-Administration uns erzählen wollte. Die ganze Geschichte finanziert sich von selber, wird sich refinanzieren, weil dann die Wirtschaft wächst, mehr investiert wird, dadurch wieder mehr Steuereinnahmen kommen. Nein, es wird nicht mehr investiert, es wird nur mehr Geld in Dividenden ausgeschüttet, mehr Geld durch Buybacks ausgegeben, aber nicht eben durch Investitionen. Damit ist dieser Effekt faktisch verpufft. Das Ganze ist jetzt als Latte auf den Schuldenstand draufgekommen, bei Wachstumseffekte praktisch null. Das ist die Trumpsche Wirtschaftspolitik, wie sie in rein Kultur funktioniert. Schauen wir uns vielleicht abschließend noch an, was auf uns zukommen könnte in Sachen Uni Michigan und Aktienmärkte. Wir sehen, dass eben der Konsum in den USA jetzt schon deutlich rückläufig ist. Wir haben in den USA ja eine so dominante Konsumwirtschaft. Die Stimmung aber hat sich zuletzt deutlich verschlechtert, wie die Uni Michigan gezeigt hat. Und normalerweise folgen die Aktien dieser Stimmung. Diesmal ist alles anders, sagt man sich, weil die Notenbanken helfen werden. Die müssen aber auch helfen. Daran hängt es jetzt ein bisschen. Und weil man sich sagt, naja, super, die reden ja wieder, die Amerikaner und die Chinesen, dass dabei nicht wahnsinnig viel rauskommt, zeichnet sich ab. Wir hatten jetzt in Hongkong wieder Demonstrationen. China hat sehr, sehr klar gewarnt und diese Demonstranten gewarnt und gesagt, ihr, wenn ihr glaubt, ihr könntet China herauslösen aus China, dann habt ihr Konsequenzen zu tragen. Da gab es ja den Aufruf an Trump, Hongkong zu retten vor China durch die Demonstranten. Das sieht man in Peking nicht so furchtbar gerne. Dann gibt es noch jetzt heute Nacht gemeldet, dass Foxconn und Apple angeblich gegen chinesische Arbeitsgesetze verstoßen hätten bei der Produktion der iPhones. Also es ist wieder so ein bisschen Sand in Getriebe. Noch weiß man nicht, gibt es dieses Treffen im Oktober. Es ist ja irgendwie anberaumt, aber wieder ohne konkreten Termin. Das ist sozusagen jetzt die Lage zum Wochenstart. Die Kurse sind relativ unverändert heute. Da gibt es nicht wahnsinnig viel zu sagen. Chinas Aktienmärkte, Japans Aktienmärkte leicht positiv. Chinas
Aktienmärkte unverändert. Man hofft eben auf Notenbanken. Man denkt sich, das wird schon alles gut gehen. Vielleicht ist das ja der Fall. Vielleicht kommt der große Wurf vor allem durch die EZB mit QE auf der einen Seite und Zinssenkung. Aber die Lobby rennt Sturm gegen diese Zinssenkung und auch QE scheint irgendwo nicht drin zu sein. Also das wird wirklich eine heiße Kiste. Das wird das Highlight. Da werden die EZB wahrscheinlich highlightiger als die FED, denn da wird die Notenbank ein Viertelprozent Zins senken. Das, was Paul am Freitag gesagt hat, ist völlig undenkbar eigentlich, dass dann eine 0,5er Zinssenkung kommt. Dementsprechend wird man dann wieder sagen, wir sind datenabhängig etc. etc. Das kann man alles so ein bisschen antizipieren, aber was bei der EZB passiert, ist schwer zu antizipieren, weil da offenkundig immer noch gerungen und gefeitet wird innerhalb der EZB, was man tut. Wer was zustimmungsfähig sieht etc., das wird also wirklich das ganz, ganz große Highlight dieser Woche. Und im Vorfeld werden die Märkte so ein bisschen darauf hinwarten, was die Notenbank so sagen wird. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Servus und...